Ja, was ist hier los? Tachchen. Trinken. Ja. Ja. Ich eine Fahne hat. Ja. Hoffst du, dass er wirklich jetzt... ist davon. Ja, ja, ist aber den. Aber das ist doch. Fängt bei mir auch keine an. Wenn ihr. Ach, ich weiß nicht. Ich würde es auch mal machen. Es gibt ja auch ein Stadion, da ist es dann nicht mehr rettbar. Ja. Das ist bei mir immer so ein Schwellen. Ich lebe ja hier nun mal. Guck mal, ich hab das jeden Tag. Also ja, wie oder was? Na, nee, ich meine auch noch wegen dem. Bei mir ist ja. Das ist dann bei der. Ob das das ist bei der Arbeit nicht noch. Sollen die eigentlich in ihren Augen weg und so, aber ist ja. Das sind ja nur ein paar Leute, waren ein paar Stangen oder? Ja. So, jetzt sind wir los. Hola. Wie macht das Benny eigentlich? Dass das so cool hat. Wer macht das Bär? Benny, das ist so cool. Penny? Das ist gemalt. Guck mal, das ist gemalt, damit du es weißt. Hast du unser Auto nicht gar nicht bewegt? Du siehst schon gespenst. Hat unser Auto sich nicht bewegt? Do it,
das riesig schon okay. Fühlst dich wie ein Flug, weil du am Boden liegst, steh auf. XX, nobody's perfect, das wollen wir gar nicht sein, doch wenn wir zusammen sind, sind wir weniger allein. Jeder ist mal Freak, wenn du am Boden liegst, steh auf. XX, schmeiß die Hände in den Himmel, dreh so riesig, richtig laut, das ist noch lange nicht das Ende, heute brauchen wir es ganz laut. Komm, mein Dr. Freak, singen uns das Lied, steh auf. Hallo, das hat die Kamera als Video. Egal. Und es geht ab, ab, ab. Nobody is perfect. Ab, ab, ab. Nobody is perfect. Nobody. Nope, 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 nope. Nobody is perfect. So, jetzt wird es ein bisschen leiser sein. Hey? Spannend. Ja, es gibt der Rucksack, der Mann. Und das Bett sieht ja Mama, Mami, und was hat man ohne? Es ist da ja nicht.
So, ihr könnt nacheinander bitte erzählen, ja? Das wäre viel einfacher. Und versteht man auch was? So Strudel? Staubwagen? Einigt euch, wer zuerst redet. Ich. Mami, du darfst draußen mal essen lassen. Du musst mal die Annika, jetzt hat was erzählt. Draußen, da war so ein Strudel, der immer anging. Und da war ich dann drin. Und dann bin ich ganz schnell geschwommen. Und ich wollte dann rausgehen, aber ich konnte mich nicht mehr so lange an dieser Stange festhalten. Du bist über den Strudel reingeraten, oder was? Ja, das hat sich immer wieder schneller gedreht. Und dann hat es auch bei Luna passiert. Und Blumen habe ich immer wieder geholfen. Als der Strudel kam, habe ich mich festgehalten schnell. Und ich konnte dann noch rausschwimmen. Und dann kam auf einmal ein Wasserfall. Ich war so, was ist los, weil ich da durchgeschwommen bin. Aber es war irgendwie schön. Das klingt ja wie ein Abenteuer. Ja, und ich bin sogar durch den Wasserfall geschwommen. Durch so einen dicken Wasserfall. Mhm. Hat Spaß gemacht aber, ja? Ja. Mit Mami. Ja. Papa kommt zurück. Alle sind angeschnallt, oder? Ich bin im Laden. Also ich war schon vor. Mensch, da müsste Felix auch wiederkommen. Schon um 6 war ich schon hier. Hab noch einen Auftrag zu Ende gemacht. Denn Felix war heute allein im Laden. Und das möchte ich jetzt mal lobend erwähnen. Einfach, es sieht so aus, als könnte man das mit ihm machen. Ja, ich war heute im Krankenhaus. Was ich wirklich mal lobend sagen, ich war heute im Krankenhaus, hab nochmal Marlies besucht, hab ihr nochmal Klamotten gemacht, bin mit den Kindern hingegangen, die wollten halt unbedingt mal hin. Ist ja auch verständlich und jetzt ist es ja nicht mehr so schlimm. Marlies ist ein bisschen besser drauf, weil es scheinbar bergauf geht. Allerdings kam heute wieder so ein kleiner Rückschlag, weil die Ärztin rinkam und meinte, naja, aus den 7 Tagen müssen wir eventuell 10 Tage stationären Aufenthalt machen, weil die Entzündungswerte und so. Ja, gut. Auch das würden wir noch hinkriegen. Solange es der Kleinen danach gut ist, gut geht und alles in Ordnung ist, ist alles schön. Aber, naja, also. Ja, gucken wir mal. Da kommt schon einer. Schauen wir mal. Ja, bitte? Ich muss was tun. Wie ist deine Frau? Geht so. Ja? Dann geht's ja. Alex, haben Sie Eier, wisst ihr, ja? Hm. Nee? Wieso? Der hat doch am Abend der unser Haus reingegangen. War am Mittwoch da, war bei dir ab der Straße gehen mit dem Kras, hat er mit dem Kopf schon direkt weg. Ach, ja, der läuft alle wirklich mit seiner, mit dem Kopf da. Ja. So, die ganze Weile, ich war so kamalt in der Zeit mit dir. Und da hat er noch im Beruf den Rasen gemäht. Ja. Alex war im Keller unten, da war ich ja nie gemerkt. Na, da wurden wir mitten um den Rasen, auf dem Hof bei uns, wa? So, jetzt hat sie doch gesehen, dass die ihm die ganzen Blumen alle abgemäht hat. Alex, seine Blumen. Hat er ja heute erstmal gekickt, gesehen, vom Balkon oben. Und so hat er mir gesagt, der ist richtig sauer. Weil heute Morgen, um 8:30 oder so, ich sehe den unseren Hauseigentümer vor der Tür parken. Weil der Park war frei, da ist er wohl so frühstücken gegangen, hier waren wir den Allergikern, hat er Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Dann hat er den Schippen wieder angefangen, da war der Baum schon, haben wir schon den Baum schon
gesetzt. Die war so ein Baum, eine Kastanie, was das da war. Ja. Wer weit hoch? War so ein Hof. Also mitten im Hof. Geht voran bei euch? Ja, ja, nach einem halben Jahr. Ja, 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 mal hin. Ja. So, jetzt hat er. Warte mal. Ja. Ja. Hat der Alex wohl mit den Rentnern gesprochen, da kurz. Hat er gesagt, die kommen morgen, der kommt wohl morgen wieder. Mit seiner Leute, da, die wollen ja verhandeln, was sie alle machen will. Gucken wir, wie es weitergehen soll. Ei. Weil er gesagt hat, Uhr sagt, in einem halben Jahr war. Ach, Mensch, okay. Felix? Warum diese Bahnradner, da habe ich noch nie Bahnrennen gesehen, da bei den Fotos, ne, am Tisch vorne, warum packen die sich denn an den Sattel gegenseitig? Also der innere, ja, wenn die zwei Leute ist die Übergabe. Fahren, ist die Übergabe. Und der eine packt den ist die Übergabe. Ach so, und das der ist der Stachellauf, oder? Der eine schiebt den dann, ja. Kickt den dann, ja. Sozusagen der. Okay. Der Außen. Der jetzt fertig ist, der neue 6-Tage-Rennen, der kickt den dann quasi noch so nach vorne ein bisschen. Mit seinem Schwung, mit dem Schwung. Und der andere fährt ja gerade an. Das ist der Antritt, genau. Der andere befindet sich ja gerade im Antritt. Wenn der da vor hinten oder schiebt sie doch am Lenker, kann er auch am Motorrad. Am Lenker nicht so schnell. Und das ist, ja, ach krass. Aber deswegen in dem Moment werden die Fotos gemacht, lang, ja. Weil in dem Moment machst du immer zwei Fahrer auf einem Foto. Und damals waren Fotos noch recht teuer, ne? Ja, und vor allem. Na, aber das ist ja, echt teuer. Ja, aber das ist einfach, halt du hast halt die Mannschaft, genau. Diese Teamgeschichte, das ist einfach ein geiles Motiv. Ja, aber, ja, genau, auch diese. Vor allem, das ist nur ein Moment, ich dachte ja, wer weiß. Hast du schon mal so Mannschaftszeit, du hast schon mal gesehen, Fahrerin? Nee, keiner von uns. Aber das ist doch Bahnrad, ne? 6-Tage-Rennen ist das. Die fahren 6 Tage lang dieselbe Strecke im Kreis. Das ist 6-Tage-Rennen. Ja. 6 Tage geht das? Ja, 6 Tage. Sechs Tage in Halle. Deswegen ja Ablösung. Ja. Deswegen stürzen ja auch. Dann sagen wir mal 6 Tage. Die fahren durch die ganze Nacht durch bis 23 Uhr, dann machen sie auch 24 Uhr. Wie viele Stunden macht denn einer? Die werden auch abgelöst immer. Ja, aber wie viele Stunden macht jeder einzelne? Ich weiß nicht, wie viele Runden das sind. Fahren, Runden, ja. Immer die unten Leute, immer 3-4 Runden, immer 6 Minuten. Man kann es ja nicht erklären. Das ist die 24 Stunden von Le Mans. Ich verstehe es doch, das ganze System, aber wie. Oh Gott, der Felix, der pumpt schon wieder nach oben. Warte mal, 3-4 Stunden. Ja, das war die Frage. 3-4 Stunden manchmal. Die wollen immer im Kreis rum. Und dann ja, also, nee, da kommt der in den Wechsel. Felix, was los ist ja? Was geht denn ab? Echt? Was? Wollt ihr mich verarschen oder was? Was ist denn. Das ist wie lange heißt jeder einzelne. Da weiß ich doch nicht, ich hab den noch nie gesehen. Ja, aber er weiß es doch. Er weiß es doch nicht. Hat er doch gerade gesagt, 4 Stunden. 4 Stunden. 3 bis 4 Stunden. Der wusste mal, Ich hab doch jetzt meine Info, bitte. 4 Stunden. Und der Twitter, Wolfgang, willst du mir das denn jetzt noch erzählen? Wolfgang erzählt so viel. Ich alles dauernd. Ich bin. Ich will ja nur sagen, ein Fahrer fährt jetzt 4 Stunden runter. Ich will das nicht einmal hören. Du hast es jetzt schon 5 Mal gesagt. Ich will es nicht noch hören. Okay. Komm noch einmal, Wolfgang. Weil ihr es mir halt erst verweigert habt und dann erzählt es mir 20 Mal. Was soll denn das dann nochmal wieder? Verweigert? Ja? Und ja, klar, hat er erst gesagt, und was fragst du denn dann schon wieder? Kriegsverweigerer. Und
Habt ihr nur wirklich gefragt, 4 Stunden, der kommt Fahrer, der wird der abgelöst, der kommt der nächste, der kommt der nee, nee, ein Fahrer fährt 4 Stunden. Ja. Der wird aber abgelöst, Wolfgang. Ja, aber kannst du ruhig fragen, ich bin ja da, wir sind ja nicht so, ne? wir haben ja alle unsere Mankos oder Mankos. Ich hab keine Ahnung, irgendwie ist nicht. Wie lange fährt man beim 6-Tage-Rennen? Ist wahrscheinlich so eine Fangfrage. 6 Tage. Ja. Und wie lange dauert diese Übergabe? Wie lange hält der denn am Sattel? So ein Foto zu schießen dauert... Naja, hast du ja gesehen, seit 15 Jahren in dieser. Das ist schon so. Ey, krass. Die fahren bestimmt bis nach Indien, war so eine Runde, so eine... Der macht den Foto, der schiebt den ab, wenn du die jagst. Wenn der anläutet, wenn der hier welches Läuter, du bist jetzt ein Fahrer, das heißt, der zur Jagd an, verstehst du, was ich meine? Ja, teils an der Stelle fahren. Das ist großer Analy! Geht denn los? Der erste, jetzt müssen die losfahren. Dann geht es um Prämie. Der erste Paar kriegt dann, sagen wir mal, 20 Punkte, der zweite 10 oder geht dann nach Punkte. Und wer das Jahr besser abdrückt, ist Winter. Was? Ja, der Jäger, oder was? Also, wenn ich mich verschraube, dann weiß ich, das ist gar nicht mehr. Scheiße, ey. Das geht ja sowieso nicht. Ey, so ein Hochstand, der muss überdacht sein, ja? So regnet es ja. Ich da von der Jagd, wir sollen bei 7 Tage Fahrgerennen, oder? Sieben Tage Rennen? Ganz neu. Paris-Dakar auf dem Rennen. Ich hab alles schon mitgemacht. Alles schon, ja? Echt? Das ist auch auf dem Gepäckträger, aber als er jetzt die erste Downhill-Snowboard. Ohne Platze, pardon. Ich hab mal so ein Straßenrennen mitgemacht, ja. Ehrlich jetzt mal. Oh Mann, ey. Nee, wenn ich damals das schon mit meiner Schulter im Moment, in den 80er Jahren oder vor 1900 und Moment. Vor 83. Der Krieg ist vorbei. Pardon, vor 83, schon mal, pardon. Und zwar, das war ein Radrennen für jedermann. Da konntest du mitfahren mit Fahrrad, Ecke, ob du Klapprad hast oder sonst irgendwas oder sonst wie. Konnte jeder mitfahren. Das ist ein Fahrrad für jedermann. Immer um die Deutschlandhalle rum. Klapprad. Genau, ist ja ganz real. Immer Deutschland und da war 3 oder 4 Kilometer. Nach Tripolis, ich dachte Dreirad. Mit dem Dreirad nach Tripolis. So, ja, Skateboard. Erzähl weiter, Wolfgang. Ja, bin mal mitgefahren. Das ist doch spannend jetzt. Ja, bin ich mitgefahren. Du bist jetzt bis 5 Kilometer, 10 und immer wieder. Bis daher die Profis kamen. Scheiße, jetzt ist der Ring gebrochen. Die haben dann ja mit besten Fahrrädern, ja. Wie gesagt, das hat Spaß gemacht. Du musstest da aber auch ein Schmerzchen. Du musstest auch Startgeld bezahlen, damals 3 oder 4 Mark musstest du dann bezahlen, damit du damit eine Einnahme, damit die rund war. Ja? Also wie gesagt, ich denke, da hast du Preise, den ich kriegst. Da hast du auch bei sowas hat Spaß gemacht, als wir mal mitgemacht. Ja? Ich war da total trocken, kommst da, da sind so viele Leute, da musst du aufpassen. Bei so jedermann rennen, ja, also. Naja, da gibt es heute immer noch. Nicht umrennen. So ein Jedermann-Rennen gibt es heute immer noch. Das hätte doch nicht. Das nennt sich ja dann Velodrom. Was ist das? Meine Jahre. Was für die? Velodrom. Also Velodrom. Ja. Da kommen wir von überall. Am Schluss kommen nicht nachher. Wie heißt das hier? 17. Juni, also um Süßweil. Das haben sich nicht alle. Und du kannst nicht schrauben hier mit Fahrrädern, weil. So fahrradbegeistert warst du nicht, nee, aber. Ach, das, was es heutzutage gibt, sind auf Rollschuhen, auf Inlines, war, auf Skate, oder? Heute mal demonstrieren sie ja, oder wie so eine Demonstration war. Wo sie denn alle gleich, oder walken, oder was der Geier war? Genau, sowas in der Art, wa? Also wie ich kann ja nicht mal Fahrrad fahren. Also halbe Demonstration. Ich möchte fahren, aber ich trau mal nicht. Ich hab wohl Nachteile bei mir. Waffeln. Weil ich sehe, dass du manchmal hier so Nervennahrung brauchst. Bio-Waffeln, ja. Wie viel mehr hast du bekommen, seitdem ich hier bin, hast du schon so viel Nahrung. Seitdem du hier bist, nur Mitleidsbekundungen. Waffeln brauchst. Ja, nicht. Jetzt wollte ich gerade ansetzen lassen.
Spaß mit nicht billiger. Also ich denke mal, ich habe wieder mal gemeldet und mal Conny Kumpels da, wirst du mal der Kleine, oder Hamburg und der, ne? Das muss auch mal cool aussehen, weil mit meinem Kopf, wie machst du das denn eigentlich? Rum im Kopf, ich mach's mit dem Kinn. Ach, ist ja meine Höhe, wenn du deine Stirn nimmst, nehm ich den hier. Ich dachte mir schon immer, Mann. Hamburger, sagt er, will ja bald kommen. Ich dachte eigentlich. Oh Gott, was ist das denn? Ratter, Ratter, Fink, was soll das? Ein neuer Rand. Super. Der ist neu, funktioniert aber noch nicht. Wunderbar, die Woppe. Die Woppe. Der eine Hamburger, der mit Fahrrad und drei Tagen haben wir über Himmelfahrt da. Nach seinem Wille haben wir im September oder August mal kommen wir in Urlaub halt. Okay. Ja, wir haben noch eine neue Errungenschaft und wollten mal fragen, ob du mal gucken kannst, ob man da irgendwas machen muss, bevor wir es dich auch verschleißfahren. Ja, siehst du, ich muss dich unterhalten, damit du nicht einstehst hier. Tommy hat nämlich die ganze Zeit. Du hältst mich ja schon den ganzen Tag. Ich? Ich unterhalte mich. Ich wollte ja einen Receiver schenken, den Tag, wollte ich ja nicht haben. Ein DVD-Player hast du gesagt. Ja, ich will nicht einfach einen Receiver, den kannst du auf den Fernseher anschießen. Ja, hast du gesagt, kann ich ja verkaufen. Ah ja? Für einen Zehner. Und bist du frei, komm mit denen an? Kein Mensch der Welt gibt mir einen Zehner für einen Receiver. Na? Ich geh jetzt gleich kommen? Ja, aber ich glaube, ich hab dich stark enttäuscht. Klar. Wolltest du nicht machen, hast du wieder abgeschoben. Enttäuscht. Wie, die dachten, die haben dann Goldesel auf die Kabel, oder? Ja, die große Gummi hat gesagt, naja, ist kaputt. Die kaputt, da. Die kann ist man kaputt. Leider die Gabel ist durch Staub. Ja. So. Ach so, bei echt? So einem Lastenrad, so hinten, also hinten diese Shopping-Dreiräder heißen die. So ein Dreirad, hinten zwei Räder vorne geht's. So einen großen Korb, wenn du so hinten gegen so ein Behindertenfahrrad. Ja, und die Gabel. Und was dachten die, was man da machen kann? Naja, und dann ist die Qualität von dem Ding allgemein, weil das ist ein türkischer Nachbau von so einem Rad. Die Qualität allgemein war eben Schrotti-Botti. Ja. Passt das oder nicht? Auf der anderen Seite ja. Naja, ich habe sie schon langsam mitgekriegt. Und dann? Die verschiedene Leute, die kommen von anderen, die Fahrräder, weil ich meine. Die nee, haben sie ja nicht, haben sie geschenkt bekommen. Das Ding ist ja, dafür sind ja in Ordnung oder so. Aber so kann man da ja nichts mit. Also ich würde da kein. Nee. Nicht eine neue Gabel, neue Steuerlatz darin bauen und so ein Ding. Aber, hab ich schon mal, ja, ich merke, hab schon. Ja, außer dem, aber mal der Kronen ist hier, da fahren sie da weiter, das ist nicht falsch kaputt oder Platten. Und dann kommen sie bei dir reparieren. Ja, gut. Gründe auch, ich meine, muss auch. Die gibt auch Fahrradhändler. Ich hab meins damals, die Kurve bei Lützer damals, wisst ihr ja, nach einem halben Jahr hat der Inspektion ja kostenlos. Nimm doch die, tu mir mal die Fall, nimm die richtige Zeitpunkt. Ja. Genau. Ja, die kannst du auch nehmen. Ja, wenn man die ansetzen kann. Ja. Ja, nur bei ganz. Genau, weil dann kannst du ein bisschen besser einschätzen. Ja. Parallel drücken ist doch immer gut. Mhm. Parallel. Ja, es gibt doch Fahrradhändler, die dann sagen, die ist nicht von uns, reparieren wir nicht. Ja. Aber die sind dann die Fahrradhändler, die natürlich auch Neuräder verkaufen und ich verkaufe ja keine Neuräder. Ich verkaufe ja nur alten Plünen. Und deswegen kommen sie natürlich mit diesen Dingern zu mir. Ich würde es gerne machen, ja klar. Ich habe aber gesagt, das lohnt sich ja bei dem Rad nicht. Das ist ja auch so eine Sache. Das sind ja auch Sachen, wo ich sage, ich lasse mir das gerne bezahlen von euch, aber eigentlich muss ich euch sagen, dass es sich nicht lohnt. Und die sind ja dann auch, die fühlen sich ja dann vielleicht erstmal vom Kopf gestoßen, weil dachten sie, was sie sich zu haben. Andererseits sollten sie sich ja beruhigt fühlen, weil, weil sie nicht noch Geld versenken in so eine alte Grotte, die dann am Ende sowieso. Der Draht, also der Draht stand, guck mal, du hast von oben drauf gesessen, der Draht stand so schräg drin. So, war die ganze Karte. Also war nicht so nach hinten und so. Ja? Ja, ich sage, naja, das ist doch total gestaucht und schräg. Hast du dir nur eine neue Jahre verboten? Neue Gabel, neue Steuersatz und vielleicht warst du fest, dann hier oben das Ufer gezogen. Genau. Ja, das ist ja nur ein Rahmen mit einem Rohr gewesen. Und dann, wenn dein Auto in die Seite drin ist oder so, dann. Das kriegt ja mal. Und dann noch mit zwei Rädern dran. Vorne zwei Räder oder hinten? Vorne eins. Ja, okay.
Ja, gut, aber trotzdem hat es ja viel Masse, gerade wenn es hinten zwei, ne, ja, hinten schwer war und da vorne bam, gegenhaut, dann kann es ja. Ne, ich sag da, tolle Schicht, mal ist. Da ist ja dann noch mehr Kraft drauf. Bam, 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 bam. Oh, das schleift ja gar nicht mehr. Okay, alles klar. Kommst du heute? Es ist ja nicht mehr viel Zeit, ne? Deswegen. Denk mal, meine Kinder sind alle hier oben. Nein, das ist Kinder. Ansonsten hier alles Fenster zu, alles draußen. Ja, wie gesagt, das Vorderlicht habe ich jetzt nur kurz, um es zu probieren, ob es geht. Läuft. Habe ich da rausgenommen? Nee, geht auch nicht. Aber was, ist das überhaupt richtig so? Ist das richtig so, dass es hier so drankommt? Die beiden und die beiden? Und dann kann nur nee, das kann ja nicht sein. Eben, das eins nach vorne, sein. Eins nach hinten. Und es ist ja Erdung, oder? Ja. Das ist nicht Erdung, das ist die Erdung. Meine ich ja, es ist geerdet. Ja. Okay, zeig mir auf. Ist ja auch hinten, ist ja auch noch nicht verlegt. Von daher ist das halt noch eine Aufgabe für morgen. Na, das offensichtlich nicht. Ach so, aber hier die Erdung ist ja auch ziemlich frostig. Das haben wir schon mal gemacht. Ist ja nur morgen. Komm, aus. Feierabend. 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 Ciao.